In der Ringvorlesung der Otto-Friedrich-Universität Bamberg spricht Professor Dr. Heinz Gockel über Thomas Mann. Ging es in der letzten Woche um den naturalistischen Roman Buddenbrooks, doziert Professor Gockel heute über das Musikalische im Werk Thomas Manns. Thomas Mann erkannte in Wagner etwas, was ihn zugleich faszinierte und irritierte. Die Verbindung von Liebe und Tod. Wagners Musik war für ihn zaubervoll und zugleich Gift für das Leben. Ein spannender Exkurs über die Musik in der Literatur. Wollen Sie denn seinen Geist ganz und gar vergiften? So Edmund Fühl, Klavierlehrer im Hause Buddenbrooks zu Gerda Buddenbrook, geborene Arnoldsen, als sie ihrem schwächlichen Sohn Hanno den Klavierauszug aus Wagners Tristan und Isolde aufs Pult legt. Edmund Fühl hat nichts dagegen einzuwenden, wenn Hanno im Lehnsessel kauernd ein wenig Musik nascht, solange es das G-Moll-Konzert von Johann Sebastian Bach ist, aber Wagner und auch noch Tristan und Isolde. Nein, pfui, mein Herr, du, mein Gott, das geht zu weit. Es verwundert, schon in den Buddenbrooks so etwas zu Wagners Musik zu lesen, hat auch Thomas Mann selbst bekannt, dass dessen, also Wagners zaubervolles Werk, ihn sein Leben lang mit Passion erfüllte. Im Lübecker Elternhaus unterrichtet der erste Kapellmeister des Lübecker Stadttheaters, Alexander von Fielitz, die Kinder. Ein Geiger seines kleinen Orchesters bringt Thomas das Violinspiel bei. Und noch in München übt er es in Trios mit Paul und Karl Ehrenberg, auch mit Ernst Bertram aus, und ist einigermaßen stolz auf sein Violinspiel. Klaus Mann, also der Sohn, berichtet über des Vaters musikalisches Können. Es war immer der gleiche Rhythmus, zugleich schleppend und drängend, das gleiche Werben und Locken, die gleiche Erschöpfung nach todestrunkener Ekstase. Es war immer Tristan. So vorbehaltlos hat sich Thomas Mann dem Genuss der Wagnerschen Musik freilich nur in seinen Jugendjahren hingegeben. Und zwar vor seiner Lektüre der Schriften Nietzsches, vor allen Dingen von Nietzsches Essay Nietzsche contra Wagner, wo er ja so etwas wie eine Abrechnung mit Wagners Musik fand. Aber, so sagt es eben Klaus Mann, immer wieder Tristan. Diese Musik allerdings ist für Hanno, diese Musik ist für Hanno Gift. So nimmt es nicht Wunder, dass in der Tristan-Novelle Frau Klöterjan, Gabriele Klöterjan, entschuldigen Sie, der Nachname passt nun gar nicht zu ihr, denn er ist einigermaßen obszön, heißt doch im Norddeutschen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Klötenhoden. Also Gabriele Klöterjan kann in ganz leidlichem Zustande Chopins Nocturne spielen, ohne Schaden zu nehmen, aber sie erfährt den tödlichen Blutsturz, als sie sich ausgiebig mit dem Liebesduett aus Tristan und Isolde im zweiten Akt beschäftigt. Thomas Mann kommt von Wagner nicht los. Auch sein Josef-Roman, ich sagte es schon, beginnt ja mit der Brunnentiefe der Vergangenheit. Und das ist nichts anderes als das Kontra-S, mit dem Wagner seinen Ring des Nibelungen, genauer gesagt das Rheingold-Vorspiel, beginnt. Noch der 75-jährige Thomas Mann bekennt nach allen kritischen Äußerungen, die er in den dazwischenliegenden Jahren gegen Wagner erhoben hatte, dass Wagners Musik für ihn ein Thema ohne Ende sei, eine lebenslange Passion also für dieses zaubervolle Werk. Wie kommt aber das zusammen? Wagners Musik für ihn zaubervoll und zugleich Gift für das Leben. Thomas Mann erkennt in Wagners Musik etwas, das ihn zugleich faszinierte und irritierte, wenn nicht abgestoßen hat, nämlich die Verbindung von Liebe und Tod. Da gibt es die Inzestgeschichte zwischen den Geschwistern Siegmund und Sieglind, betitelt Welsungenblut. Als diese beiden, also die beiden Geschwister, in der Oper Wagners Walküre hören, empfinden sie nur eins: Enthemmung,
Auflösung, Hingabe an das Gefühl, gerade Hingabe an das offiziell verbotene Gefühl, Hingabe an die dunklen, an die Nachtseiten des Lebens, wenn man so will, Hingabe an das Romantische. Dies alles bewirkt in Thomas Manns frühen Erzählungen die Musik, eben vor allen Dingen Wagners. Der kleine Herr Friedemann, verkrüppelt und ohne Chance auf eine wirklich erfüllende Liebe, lässt sich enthemmen von Wagners Lohengrin. Das Ganze dann gipfelt eben in der Tristan-Novelle. Wenn Spinell, man achte auch hier wieder auf den Namen, Thomas Mann verstand sich in Namengebung, wenn also Spinell Frau Klöterjan nötigt, Isoldens Liebestod zu spielen, um in ihrem Haar die kleine goldene Krone der Meerjungfrau zu erblicken. Die Meerjungfrau, damit beginnt, oder mit den Schmerzen der Meerjungfrau beginnt das 34. eines der wichtigsten Kapitel des Dr. Faustus. Vielleicht werden wir noch Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, was Andersens Märchen von der Meerjungfrau eigentlich für Thomas Mann bedeutet hat. Also, das heilige Geheimnis, so lesen wir da, vollendete sich. Die Leuchte erlosch, mit einer seltsamen, plötzlich gedeckten Klangfarbe senkte das Todesmotiv sich herab. Des quälenden Irrtums entledigt, den Fesseln des Raums und der Zeit entronnen, verschmolzen das Du und das Ich, das Dein und das Mein, sich zu erhabener Wonne. Wir hatten ja von Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung gesprochen und von der Vorstellung, dass die Trennung in Mein und Dein, in Subjekt und Objekt, in Hier und Jetzt oder in Hier und Dort, in Damals und Jetzt, also um mit Schopenhauer zu sprechen, dass diese Trennung, die das Prinzipium Individuationis ausmacht, das Übel aller Übel ist. Und was nun mit der Musik Wagners hier erfahren wird, ist genau dies, verschmolzen das Du und das Ich, das Mein und das Dein, zu erhabener Wonne. Das Musikerlebnis in der Tristan-Novelle, auch in der Welsenbluck-Novelle, schafft ganz im schopenhauerschen Sinne die Bereitschaft zur Aufhebung konventioneller Schranken, darüber hinaus die Bereitschaft zur Aufhebung der Individuation, wenn auch nur als Gefühl und kaum zu unterscheiden von momentaner Illusion. Es ist vor allem das, wie Thomas Mann es nennt, Vexatorische, das Unbestimmte, dass der Musik, also natürlich dann konkret Wagners Musik, diese enthemmende Wirkung verleiht. Worauf das hinauslaufen kann, darüber hat es Settembrini, nicht der Mann seines unbedingten Vertrauens, Hans Castorp belehrt, denken Sie auch, Settembrini, wieder der Name, da steckt ja die 7 drin, wir werden über die Zahlensymbolik nochmal zu reden haben. Also, worauf das hinauslaufen kann mit dieser Enthemmung der Musik, darüber hatte, wie gesagt, Settembrini Hans Castorp belehrt. Die Musik, sagt er im Zauberbech, ist das Halbartikulierte, das Zweifelhafte, das Unverantwortliche, das Indifferente. Es ist nicht die wahre Klarheit, es ist eine träumerische, nichtssagende und zu nichts verpflichtende Klarheit, eine Klarheit ohne Konsequenzen, deshalb gefährlich, weil sie dazu führt, sich bei ihr zu beruhigen. Und Settembrini macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen die Musik mit der bezeichnenden Begründung, dass sie das Gefühl enthemme, wo es ja darauf ankomme, die Vernunft zu entflammen. So der Literat Settembrini. Hans Castorp, als er sich dieser Belehrung erinnert, sagt dann nein. Er spricht sein mitnichten und setzt damit ein Gegengewicht. Und zwar, es ist ja nicht nur ein Nein gegen Settembrini, sondern es ist auch ein Mitnichten und ein Gegengewicht gegen diese Vorstellung, dass die romantische Musik näherhin, also im Zauberberg ist es ja das Lindenbaumlied Schuberts, dass die nur das Vexatorische, das Verführerische, das Enthemmende darstellt. Also, Hans Castorp will nicht zugestehen, dass diese Art Musik mit dem Tode verbunden sei und eigentlich nichts anderes darstellt als eine musikalische oder gefühlsmäßige Todessehnsucht. Und Nietzsches Kritik an Wagner scheint bestätigt. Nietzsche, so heißt es, hat sich an dem seelischen Machtkomplex voll höchsten Zaubers, dem musikalisch-romantischen, bewährt.
Sind Sie, hier wird wieder sofort verbunden, das Musikalische und das Romantische. Um diese Art Musik vor allen Dingen geht es. Das wird später aufgehoben mit Gustav Mahler, aber das will ich zunächst nur mal andeuten. Worin allerdings soll die Bewährung Nietzsches bestehen? Doch nicht etwa darin, dass er nun Bizets Carmen von allem Wasserdampf der Wagnerschen Musik befreien wollte. Das sicherlich, Sie wissen ja vielleicht, dass, entschuldigen Sie, es ist ein Scherz, den sich Nietzsche da erlaubt hat. Stellt er doch wohl Bizets Carmen über Wagners Musikdrama. Das hat er wirklich nicht selbst ernst gemeint, aber es war so ein kleiner Affront, nicht wahr? Das wollte er denn doch sehr deutlich machen. Und zwar, was sagt Nietzsche? Eine kleine Erleichterung will er sich machen. Auf Kosten Wagners nämlich. Wenn er auf Kosten Wagners Bizets Carmen lobt, einen Spaß, der aber natürlich eine sehr ernste Sache vorbringt, mit der nicht zu spaßen ist. Die Sache, mit der hier nicht zu spaßen ist, das ist das Problem nämlich der Dekadenz. Ich bin so gut wie Wagner, das Kind dieser Zeit, will sagen ein Dekadent, nur dass ich das begriff, nur dass ich mich dagegen wehrte. So Nietzsche, er wehrt sich gegen alles Kranke, er wehrt sich gegen Wagner, er wehrt sich gegen Schopenhauer, gegen diese ganze, wie er es nennt, moderne Menschlichkeit, und er meint eigentlich moderne Unmenschlichkeit. Er fühlt eine tiefe Entfremdung, Ernüchterung gegen alles Zeitliche und setzt dann dagegen seinen Zarathustra, dem kein anderes Opfer gemäß war als das, und jetzt kommt das große Stichwort auch für Thomas Mann, das der Selbstüberwindung. So Nietzsche kontra Wagner, so Thomas Mann mit Hans Castorp gegen die Verführung des Romantisch-Musikalischen. Und was dann im Zauberberg so visionär vorgestellt oder vorausgesehen wird, dass man mit dem bescheidenen Liede vom Lindenbaum, also Schuberts am Brunnen vor dem Tore, mit dem bescheidenen Lied vom Lindenbaum, dass man dieses in Riesenmaße wachsen lassen kann, dass man ihm Riesenmaße geben könne, sehr derb und fortschrittlich, wie es heißt, damit man Reiche darauf gründen könne und eigentlich gar nicht heimwehkrank, dieses, das Lindenbaumlied in Riesenmaße wachsen zu lassen oder ihm Riesenmaße geben zu lassen, das ist natürlich dann das Riesenmaß von Wagners Ring. Nicht, Sie werden sich wundern, wieso man dieses bescheidene Lied von Schubert mit Wagners Ring vergleichen kann. Nur unter dem Gesichtspunkt dieses Romantischen und des Verführerischen der Musik, dann passt das oder haben wir den Nenner, unter dem wir das dann sehen können. Also, mit dem ins Riesenhaft gewachsenen Lindenbaumlied, so Thomas Mann noch in seiner Pariser Rechenschaft, ist ja nicht nur, wenn auch zunächst, Wagners Ring gemeint. Die politische Abneigung Settembrinis gegen die Musik, und gemeint ist eben die romantische, gemeint ist Wagner, rührt aus der genauen Kenntnis Thomas Manns, dass mit diesem Zauberwerk der Dekadenz welterobernde Todestrunkenheit erzeugt werden kann. Wenn nicht, jetzt der Zarathustra, also die Selbstüberwindung, die Askese Nietzsches hinzukommen. Noch einmal. Mit diesem Zauberwerk kann welterobernde Todestrunkenheit erzeugt werden. Das heißt auch, dass sich gehen lassen in die Verbindung von Liebe und Tod, wie es Hans Castorp ja dann auf dem Zauberberg geschehen wird, wenn nicht die Selbstüberwindung, wenn nicht Nietzsches Askese hinzukommt. Das ist eine Vorstellung, die Thomas Mann des Öfteren ausgesprochen hat. Das Romantische ist gut und schön, aber es bedarf des Korrektivs der Aufklärung. Sonst kann es führen bis hin zur Barbarei und zum Faschismus. Das ist ja die große These etwa seines Dr. Faustus, davon wird zu sprechen sein. Also, in der Pariser Rechenschaft von 1926 spricht Thomas Mann von der Entartung des Romantischen, von der Verbindung, die das Romantische im Neuen Reich mit derbster Imperialwirtschaft eingegangen sei. 1926, hören Sie genau zu, so dass man sich Deutschland endlich unter dem Bilde eines reichlich brutalen Generaldirektors habe vorstellen müssen,
der sich von einem elektrischen Grammophon Schuberts Lindenbaum vorspielen ließ. Noch einmal. Deutschland unter dem Bilde eines reichlich brutalen Generaldirektors, der sich von einem elektrischen Grammophon Schuberts Lindenbaumlied vorspielen lässt. Dieser reichlich brutale Generaldirektor wird natürlich dann für Thomas Mann irgendwann Hitler sein. Ich sage aber auch noch einmal, Weimar konnte Buchenwald nicht verhindern und Beethovens Neunte nicht den Holocaust. Thomas Mann sieht in der romantischen Musik, und dafür steht ihm Wagner, zugleich das Reizvolle und das Verführerische. Er hat des Öfteren seine Passion für Wagners zaubervolles Werk betont, wobei er Nietzsches, wie er das nennt, unsterbliche Wagner-Kritik eher als einen Panegyrikus, also als ein Loblied, mit umgekehrten Vorzeichen empfand. Nicht erst 1933, als er vor dem Hintergrund seiner Josef-Tetralogie seinen großen Wagner-Essay schreibt. Wir finden solche Gedanken schon vorher in den Betrachtungen eines Unpolitischen, aber 1933 tritt etwas hinzu, was Wagner gegenüber Nietzsche zu rechtfertigen sucht und das Wort von dem bezaubernden Vollender einer Epoche zurücknimmt. Thomas Mann erkennt nämlich, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, in Wagners Musik, und damit versucht er ihn zu rechtfertigen, die Verbindung von Mythos und Psychologie. Das ist eine Kombination, die Thomas Mann für den späten Fontane reklamieren wird und die er angesichts seines Josef-Roman oder bei der Rechtfertigung seines Josef-Romans für sich selbst reklamieren wird. Wir werden davon im Zusammenhang mit dem Josef-Roman zu reden haben. Was soll diese Verbindung von Mythos und Psychologie? Natürlich ist gemeint, dass der archaische Mythos in der Lage ist, Ängste hervorzurufen, dass der Mythos in der Lage ist, Ideologien zu fördern, Massenbewegungen und so fort, aber dass die Psychologisierung des Mythos ihn sozusagen durchschauen und erklären kann. Was hier vorgenommen wird bei Thomas Mann und noch in Wagners Musikdrama erkannt wird, das ist die Vereinbarkeit von scheinbar Unvereinbarem, nämlich das Psychologische als das Rationale mit dem Mythischen als dem Irrationalen. Psychologie, so sagt Thomas Mann im Wagner-Essay, Psychologie gilt als Widerspruch zum Mythischen, wie sie als Widerspruch zum Musikalischen gilt, obgleich eben dieser Komplex von Psychologie, Mythos und Musik uns gleich in zwei großen Fällen in Nietzsche und Wagner als organische Wirklichkeit vor Augen steht. Thomas Mann spielt darauf an, dass Nietzsche ja auch ein recht passabler Komponist war. Da hat er den Nietzsche und Wagner etwas gewaltsam, möchte ich meinen, zusammengebracht. Natürlich um der eigenen Position willen. Aber so neu ist diese Einsicht zumindest für Wagner nicht. Schon in den Betrachtungen wird von der Kunst Wagners so poetisch und deutsch, das heißt so romantisch sie sich auch geben möge, als von einer äußerst modernen, einer eben nicht unschuldigen und naiven Kunst gesprochen. Sie ist klug, heißt es, klug und sinnig, sehnsüchtig und abgefeimt, sie weiß betäubende und intellektuelle wachhaltende Mittel und Eigenschaften auf eine für den Genießenden ohnehin strapaziöse Weise zu vereinigen. Dass diese Kunst modern und eben nicht naiv oder unschuldig genannt werden kann, das liegt an der Verbindung, und jetzt haben wir wieder so eine Verbindung wie Psychologie und Mythos, an der Verbindung von intellektueller Wachheit auf der einen Seite und betäubender Wirkung auf der anderen. Und damit trifft Thomas ja wirklich etwas von der Kompositionsweise, nicht nur die Leitmotive betreffend der Wagnerschen Musik, wenn sie an das Rheingold-Vorspiel nochmal denken, das ist ja im Grunde eine recht einfache und zugleich eine ganz tolle Konstruktion. Das Einfache ist, dass nichts anderes als ein einziger Akkord aufgebaut wird, nämlich der Es-Dur-Akkord. Aber auf eine so raffinierte Weise, dass man darüber dann schon staunen kann. Also diese Verbindung von, wie er sagt, intellektueller Wachheit und betäubender Wirkung, dieses Vorspiel, wenn Sie sich der
den wir so richtig diesem Vorspiel hingeben, das hat schon betäubende Wirkung, gar keine Frage. Aber genau dieses Moment, das Thomas Mann bei Wagner erkennt, der intellektuellen Wachheit oder auch, wie er meint, der Konstruiertheit seiner Musik, dieses Moment überhebt sie der Gefahr ideologischer Anfälligkeit oder soll sie zumindest der Gefahr ideologischer Anfälligkeit überheben, wenngleich sie natürlich missbraucht werden kann und wesentlich leichter missbraucht werden kann als etwa, nicht wahr, Bach, das weiß Edmund Fühl in den Buddenbrooks schon sehr genau. Aber diesem Missbrauch, diesem möglichen ideologischen Missbrauch Einhalt zu gebieten, überträgt Thomas Mann seine eigene für den Josef-Roman stilbildende Formel von der Vereinigung von Mythos und Psychologie auf das Werk Richard Wagners, in Kauf nehmend, dass er mit dieser Übertragung einem musikalischen Ideenkomplex seines Frühwerkes korrigierend entgegenwirkt. Denn das Frühwerk Thomas Manns, das ist voll von jenen Motiven, die ein zwischen äußerstem, wie es heißt, Wonneverlangen und allerentschiedenster Todessehnsucht wechselndes Gefühlsleben ausdrücken. Also ein Gefühlsleben zwischen äußerstem Wonneverlangen und allerentschiedenster Todessehnsucht. Denken Sie an die Erzählung Welsungen Blut. Da hat freilich das Rationale wenig Raum. Jetzt angesichts der Bedrohung von 1933 wird es nun für Wagner entschieden reklamiert, natürlich, weil Thomas Mann auch sehr genau sieht, in welcher Weise Wagner und sein Musikdrama von den Nazis vereinnahmt wird. Es wird also diese Verbindung von Psychologie und Mythos für Wagner entschieden reklamiert, und zwar mit einem Beispiel, das für Wagner so kennzeichnend ist wie für Thomas Mann, nämlich mit dem Beispiel der Technik, wie Thomas Mann es nennt, des Erinnerungsmotivs. Thomas Mann spricht vom Erinnerungsmotiv. Wir sprechen vom Leitmotiv bei Wagner. Sie wissen, was Erinnerungsmotiv oder Leitmotiv bei Wagner ist. Also das ist keine Melodie wird vorgeführt, sondern dass bei bestimmten, für bestimmte Gegenstände oder Personen oder Situationen eine bestimmte Tonfolge, die immer wiederholt wird, wenn dieselbe Bedeutung im Musikdrama bezeichnet werden soll, also musikalisch bezeichnet. Und deshalb spricht Thomas Mann von Erinnerungsmotiv, weil man sich erinnern soll an den ersten Eindruck, den man mit diesem Motiv hatte. Nun ist das Musikalische bei Thomas Mann keineswegs auf den Motivbereich beschränkt. Es wirkt stilbildend von der Verwendung des Leitmotivs in den Buddenbrooks bis hin zum Versuch einer literarisch-seriellen Komposition im Dr. Faustus, das werde ich Ihnen noch zeigen. Thomas Mann hat ja versucht, die Zwölftonkomposition sozusagen, oder die serielle Kompositionstechnik sozusagen auf die Musik, auf die Literatur zu übertragen und schreibt einen Roman, ich darf schon mal daran erinnern, dass er vielleicht auch nicht, aber man kann sagen, 48 Kapitel hat, das sind natürlich 4x12, das ist 4x die Zwölftonreihe und so, ne? Das sehen wir dann schon noch. Versucht er, ob er es geschafft hat, werden wir sehen. Also jedenfalls, das will er, und schon im Rückblick der Betrachtung, da wieder mal Wagner und Nietzsche zitiert werden, sagt Thomas Mann über seine Arbeiten, urteilt darüber, wie ihr wollt und müsst, aber gute Partituren waren sie immer. So versteht er von Anfang an seine Literatur als gute Partitur, das heißt, man müsste sie natürlich auch wie eine Partitur lesen, nicht? Gut, und er legt darauf Wert, dass sie wie gute Partituren sind, weil für ihn eben das reinste Paradigma für die Kunst die Musik überhaupt ist. Und das ist natürlich wieder mit Schopenhauer gesagt, in dessen Metaphysik der Kunst die Musik die höchste Stelle einnimmt gegenüber den anderen Künsten. Und dass Thomas Mann die Musikalisierung des Epischen, also des Erzählens, unternimmt, das ist ja spätestens seit dem Zauberwerk bekannt, da heißt es, symphonische Werke sind in die literarischen, und symphonische Werke waren ja auch schon für Thomas Mann etwa der Tonio Kröger und vor allen Dingen natürlich der Zauberberg.
Vielleicht ist zunächst da, oder ja, vom Musikkapitel im Zauberberg zu sprechen. Hans Castorp erfährt ja da einiges an musikalischen Abenteuern, wie es heißt. Und das, was er da erfährt, ist auf der Ebene der Erzählung nichts anderes, als was wir musikalisch eine Engführung nennen, nämlich die Zusammenführung der verschiedenen Themen. Die musikalischen Abenteuer enden wie der Roman mit Nietzsches Stichwort von der Selbstüberwindung und dann mit dem Lindenbaumlied. Schon Hans Castorps erste Platte, die er da aus einem kleinen gestutzten Sarg aus Geigenholz holt, dieser Vergleich ist bezeichnet, ein kleiner gestutzter Sarg aus Geigenholz, deutet auf die Gegnerschaft zu Wagner, nämlich Verdis Aida. Und das ist ja nun wirklich, also bitteschön, Carmens Bizet, nein, aber Bizets Carmen, nein, aber Verdis Aida, das ist nun wirklich gegen Wagner. Und das kann man auch wohl gegen Wagner setzen. Und dann kommt Debussy, La Prémédie d'un Faune. Ja, bitte. Das ist natürlich die traumhafte Verwandlung von Nietzsches Dionysos-Vorstellung, nicht in den in diesen boxbeinigen Dionysos-Begleiter. La Prémédie d'un Faune, völlig klar, da haben wir Nietzsche. Und das ist die Zauberberg-Situation, denn als Castorp diese Platte hört, heißt es, es war Liederlichkeit mit bestem Gewissen. Liederlichkeit mit bestem Gewissen, das ist das, was auf dem Zauberberg natürlich praktiziert wird. Dann kommt eben Bizets Carmen und das ist natürlich irgendwo die Wiederholung oder musikalische Wiederholung der Sehnsucht nach Claudia Chauchat und der Eifersucht auf Peperkorn. Davon werden wir, wenn ich den Zauberberg behandle, zu sprechen haben. Also das ganze Themengewebe, was den Zauberberg bestimmt, das zeigt sich in den Platten, ich sagte in einer Art Engführung, in einer Art musikalischen Engführung, in den Platten, die Hans Castorp auflegt, mit Verdis Aida, mit La Prémédie d'un Faune, mit Bizets Carmen. Und dann wird gesprochen vom Doppelsinn, von der Doppeldeutigkeit des einen und einzigen Tones. Und das ist natürlich für Adrian Leverkühn, den Komponisten im Dr. Faustus, das ist natürlich ganz wichtig für ihn, weniger wichtig für Adrian, der benutzt ja die Doppeldeutigkeit des Tones, wichtiger für seinen Chronisten und Freund Serenus Zeitblum, der dann nämlich genau in diesem Sinne der enharmonischen Verwechslung den Doppelsinn eines jeden Wortes nutzen kann. Genauso wie ein Ton erhöht ein anderer, derselbe Ton erhöht ein anderer sein kann und als erniedrigt, so sehr kann ein Wort, ein und dasselbe Wort, einen jeweils anderen Sinn bekommen. Das heißt, im Doppellicht des Bedenkenswerten und des Anrüchigen der Sache. Jetzt haben wir schon fast wieder eine Wertung. Es gibt den Doppelsinn eines Wortes, der bedenkenswert sein kann oder auch anrüchig. Da haben wir ganz deutliche Beispiele, etwa in Echos Wortverwechslungen. Da wird Rhein zu Regen. Das spielt natürlich auf den Regenzauber der Merseburger Zaubersprüche an und auch auf den Feuerzauber von Wagners Walküre. Sie merken, wie sich da ein Beziehungsgeflecht ergibt, wenn man dem nachgibt. Das ist also schon faszinierend, denke ich mal. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend.